Okay, nochmal kurz was zu der Kombination, so wie sie hier vor mir steht. Wir haben den S9 Bissanzeiger mit dem PF Quick Release Connector, der MD Snackbar und dem T10 Fallbissanzeiger. Diese Kombination, egal ob mit PF oder ohne, das ist einfach ein Quick Release Connector mit Magneten, mit sehr starken Magneten. Kann man nach oben abziehen, hat man den Bissanzeiger schnell entkoppelt, genauso schnell wieder dran. Klasse Sache. Die Kombination ist aufeinander abgestimmt. Die Snackbar kann man fast stufenlos verstellen, man kann die verschieben. Die haben sehr stabile Aluminium-Ränselschrauben zur Verstellung. Und das ist hier die kleinste Einstellung für den geringsten Rudendurchmesser. Mein kleiner Finger ist wirklich dünn und ihr seht, ich bekomme ihn also gerade so dazwischen. Die Snack-Ears sind mit Gummi überzogen, um den Notenblank zu schützen. Und vorne haben wir eine Aufnahme für den T10. Kann man im Winkel verstellen oder Fox Black Label Fallbissanzeiger. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, aufeinander abgestimmt, macht optisch was her, hat einen hohen praktischen Nutzen, wenn ihr euren Routenblank nochmal einklemmt, kann die Route nach vorne kaum wegwandern. Auf der anderen Seite wird der Blank nicht beschädigt durch die Gummibeschichtung, also liegt super stabil, klasse Sache, können wir euch nur empfehlen.